Hoi! Salut! Jetzt machen wir mal ein Kurzvideo. Ja. Einfach, wir pflanzen einen Apfelbaum. Mhm, genau. Auf Permakulturart und fortlaufend, das muss ich euch erklären. Genau. Ziel 5 Minuten, tops. Los, nicht viel schwätzen. Natürlich braucht es einen Baum. In unserem Fall der Apfelbaum. Der Äpfelparadies Morgana von der Lubera. Eine Schaufel, Karton, Kompostdreck, gerechnete Gacki und aus dem Stall und Stroh. Und da haben wir auch noch Laub und Stecken. Frisches Gras. Wenn dich jetzt fragst, für was wir all die verschiedenen Sachen brauchen. Ja, das frage ich mich natürlich. Ja, das sage ich dir jetzt Schritt für Schritt, Claudia. Also zuerst brauchen wir mal ein Loch. Hier ist der Baum veredelt worden. Das ist ein dicker, das ist zusammengeklebt wie und dicker wuchs. Jetzt aber muss ich noch entscheiden, wie tief das Loch wird. Das muss ich schauen, wo überhaupt die Wurzeln anfangen. Also wo wird es breiter, oder? Also das muss der höchste Punkt sein vom Erde. Also muss es so tief sein. Oder etwa so tief wie ein Schäfer. Leider, du hast mich gefragt, zum Beispiel, was der Karton ist. Das ist jetzt das erste Mal zum Erden, das wir ausgraben. Kann man ja als erstes Mal drauf tun. Jetzt, weil wir immer auf dem Hang sind, schaue ich, dass ich zum Hang hinterher grabe. Damit ich vorne durch, wie ein Böhm habe. Das heisst, wenn das Wasser da abfließt, fließt es ins Loch. Und dann vielleicht nicht mehr weiter, weil es da wie einen Tritt gegen innen gibt. Unten durch wird man gar nicht, dass es gelockert ist. Also so wie ich es jetzt gelernt habe und für mich am meisten Sinn macht, will ich ja nicht unbedingt, dass es ohne locker ist. Weil wenn es jetzt ohne locker ist, irgendwann sackt es dann zusammen. Und ich will ja nicht, dass die Wurzel tiefer wird und dass dann das nachher vergraben wird. Ich will ja wirklich, dass da der Boden ist und dass da Luft ist. Und es kommt ja fortlaufend Sachen dazu von oben runter. Also ist es gut, wenn ohne kompakt ist. Dann gibt es noch andere Theorien. Wegen jetzt da Zeug rein tun, Dünger, ein Stecken in Futter. Aber wenn du so überlegst, die Natur füttert von oben. Es füttert nicht von unten. Also füttern wir von oben. Und dann haben wir lieber von oben den Kompost und alles drum und dran von oben her. Die Würmer kommen dann von unten her auf und holen es sich wieder ab. Und dann gibt es den Austausch. Und jetzt, was noch auch noch wichtig ist, all die Wurzeln, die sind ja so rundherum gewachsen. Ich will die befreien, dass die gegen aussen wieder kommen. Weil ich will ja, dass es verteilt im Boden, dass sich der Wurzelwerk sich verteilt, dass es Stabilität gibt und nicht rundum so wie im Topf, sondern es muss breit werden, dass ein bisschen Luft überkommt. Darum kann ich da alles ein bisschen aufmachen, ein bisschen frei machen. Seht ihr schon, wie das unterschiedlich aussieht. Macht auch nichts, wenn ich jetzt ein paar Wurzeln verletze. Wie wenn du überlegst, jetzt kommt es in den Topf mit all diesen Wurzeln, aber wenn ich es direkt aus dem Boden wieder rausgrabe, würde ich ja gar nicht so viele Wurzeln mitnehmen. Also, dann tue ich da reinsetzen und die gegen außen, die tue ich dann auch so gegen außen verteilen. So, jetzt habe ich sie in der Erde und jetzt kann ich es füllen. Mit füllen am besten in hier. Die Erde, die Wurzeln, das ist alles da. Ich meine, das versetzt dich jetzt alles. Und dann ist das halt gleich auch Kompost von unten, kein Widerspruch, das ist einfach, das ist ja schon da. Aber dann wird es immer wieder pressen, weil ich will ja, dass der Baum stabil bleibt im Boden. Ich kann es gar nicht so viel pressen, dass es verstopft wird. Und ich will ja natürlich auch, dass der Baum ein bisschen gerade ist. Jetzt habe ich da aber noch einen kleinen Fehler gemacht, den ich sehe. Und zwar, der Wind kommt hauptsächlich von da und von da. Und jetzt hat er den Stützpunkt, ich will, der Baum drückt ja da durch. Also wenn der Wind von da kommt, will ich ja, dass der Baum dagegen drückt. Also muss ich es gleich nochmal schnell rausnehmen. Der Baum drückt natürlich in dieser Richtung. Also tue ich es als Gegendruck vom Wind. So, da gibt es den Gegendruck. Ja. Du hast vielleicht eine andere Methode. Würde mich natürlich sehr interessieren, was du anders machst. Weil ich habe ja noch einige Bäume vor mir. Also wenn du das ganz anders machst, dann tu doch das kommentieren. Damit alle, die zuschauen, verschiedene Varianten haben. Also so Grasballen muss ich jetzt nicht unbedingt reinrühren, weil das gibt Konkurrenz zu dem Baum. Gut, jetzt habe ich hier alles auf dem Karton. Du hast dich gefragt, wieso. Auch einfach, um mir das Leben einfacher machen.
Zum Beispiel. Claudia, du fragst dich richtig fest, was ist die zweite Funktion von dieser Karte? Definitiv, nimm mich Wunder. Zuerst muss ich aber reinschneiden. So, da ein bisschen die Mitte durch. Weil natürlich mit einem Teppichmesser besser geht, bin ich in der Mitte. Und jetzt mache ich noch das Y draus. Übrigens, das habe ich von Permaculture Pastures aus Amerika habe ich abgeschaut. Das ist seine Technik, finde ich mega. Ganz eine gute Idee. Jetzt klappe ich den Y, den Rückteil klappe ich gegen innen. Und eine Seite klappe ich gegen oben. Grosse Fragezeichen sehe ich bei dir, Claudia. Ja, ich bin wirklich gespannt, was das so werden soll. Und jetzt. Können wir das so um den Baum setzen? Das habe ich aufgeklappt, damit ich einfach schön am Baum durchrutschen kann. Kann ich jetzt wieder runterklappen? Ja, und da der Dreieck hier. Wenn es regnet von oben ab, damit der Karton nicht wegrutscht, bleibt er so hängen am Baum und macht jetzt auch nicht wirklich viel. Hä? Super, genial. Raffiniert. Und das ist der Permaculture Pimp Daddy. Permaculture Pastors, ich schaue ihn sehr gern. Er ist sehr direkt ausgesprochen, aber er hat ganz gute Sachen. Das brauchen wir jetzt als Unterlage. Das ist jetzt unser Unterlage. Wieso habe ich das als Unterlage? Weil ich will ja, dass das Gras, das rundherum und unten dran ist, dass das unterdrückt wird. Ich brauche das nicht, das sind ja, in dem Moment brauche ich jetzt das nicht für den Baum. Ich will, dass unterdrückt wird und dass der Baum den einzigen Nährstoff hat. Als nächstes nehme ich einfach ein bisschen Laub, frisch geschnitten von den Bäumen, die ich aus dem Wald genommen habe. Ein Stäckchen, da ein bisschen rundherum. Weil eben, wie gesagt, das ist ja wie, wenn der Baum umgeht oder das Laub von oben runter geht, geht es oben drauf, versetzt sich, gibt Futter für das Ding. Aber jetzt da nochmal. Ich will ja nicht, ich will, dass da Platz hat, also da ist es rundherum verteilen. Und dann habe ich vorgetrocknete Karton, Kacki. Also das ist einfach das, was ich habe. Du kannst natürlich Dreckkompost, du kannst Holzspäne. Aber die Holzspäne will ich zu oben stoppen, nicht zu unterstunden. Jetzt hier noch oben drauf. Dort kommt, das ist auch aus dem Stall, wo es feucht war und nass. Das ist schon fast lehmig. Aber es ist ein kompostierter Stall. Also das einfach besser kompostiert. Schmeckt recht übel. Ist jetzt nicht der Beste, aber oh, dann kann ich das einfach da auch oben drauf tun. Wichtig ist da immer wieder frei machen. Oder? Weil dann fängt sich das Wasser da. Da staut sich auf. Ja, ich nehme noch ein bisschen Laub. Das ist alles gut. Das ist alles super. Ja, und dann kann ich am Schluss noch mit Stroh. Und das tue ich dann alles ganz zumachen. Mit Erde, mit Dreck. Mit Stroh, mit Laub, alles was ich mir aus dem Garten rausnehme, kann ich da zumulchen. Das füttert die Futter von oben natürlich. Dann auch gut ist da einfach Grasbüschel. Und so weiter und so fort. Dann nicht zuletzt sind Gilden ganz wichtig bei Bäumen und Permakultur. Verschiedene Sachen. Die kann ich jetzt einfach in Knoblauch. Rein theoretisch, gell, ist alles ein Versuch, ich mache alles zum ersten Mal. Kann ich da einfach reinsetzen, dann habe ich einen Knopf eingesetzt. Das unterstützt auch den Wachstum, es unterstützt die Verarbeitung vom Ganzen. Und ja, Knoblauch ist immer gut. Und wenn ich will, könnte ich auch den Karton aufschneiden und das drunter tun. Aber ist gar nicht nötig, wie der Knoblauch kann sich jetzt hier zurechtfinden. Da bindet der Kompost und die Vergammlung. Und ja. Und fortlaufend kann ich einfach Zeug oben drauf tun, füttern. Wasser, es geht immer alles zusammen, es vergeht. Ich würde sagen, danke für den Baum. Danke für den Garten. Und danke, dass das gross und viel Früchte gibt in Zukunft. Ein bisschen länger als 5 Minuten, aber ich würde sagen, der Baum ist gesetzt. Wasser und fortlaufend Kompost und Erde drauf. Ja! Da wir steinreich sind, haben wir noch eine Ergänzung, die wir noch machen wollen. Und zwar wollen wir hier um die Mitte herum, um auch das ein bisschen frei zu halten und um den Karton zu beschweren und um alles zu beschweren,
Stein reintun. Wenn du einen Stein auflupfst, ist meistens darunter feucht. Es speichert Feuchtigkeit unten dran. Das heisst, wenn du da um den Baum herum hast, sollte theoretisch immer feucht sein unter dem Stein. Baum braucht Feuchtigkeit. Du musst so ergänzen, plus auch zum Karton beschweren.